Das Entscheidende war nicht die Ausbildung, das Entscheidende war das Leben. Also Leben analysieren oder Leben erfahren. Also das Einzige, woraus wir lernen können, ist in dem Moment, wo wir uns Leben anschauen und verstehen. Und das bezieht sich auch, wenn ihr den Paracelsus lest, der sagt auch, das einzige Buch, was es sich lohnt zu lesen, ist das Leben selbst. Das ist der Mensch selbst. Und deswegen braucht man im Grunde keine weiteren Bücher, sondern muss mit Menschen arbeiten. Und wenn wir in der Lage sind, Menschen zu lesen und deren Geschichten zu lesen, dann verstehen wir Leben. Und das ist das Spannende. Und das ist so ein Punkt, wo mit Inner Weiß und den ganzen Werkzeugen, die da sind, ganz viel möglich ist. Und ich will heute nicht groß über Heilung reden, weil da gibt es genug Bücher. Was viel wichtiger ist, ist so dieses kreative Feuer und Sinn im Leben. Weil daraus ergibt sich der Rest. Also Gesundheit ergibt sich aus der Sinnlegung. Insofern ist es nicht wichtig, an irgendeinem Pickel rumzuarbeiten, sondern im Grunde kann man die Symptome alle vergessen. Also es geht auch, wenn man therapeutisch arbeitet, nie darum, mit Symptomen sich auseinanderzusetzen. Die Symptome sind mir völlig egal, ehrlich gesagt. Mich interessieren nur die Muster dahinter. Und die Muster dahinter stehen wieder ganz systemisch in Zusammenhang mit allen möglichen anderen Sachen. Und diese Zusammenhänge zu entdecken, ist spannender als jeder Krimi. Und wenn man die Möglichkeit hat, so lernen zu können mit anderen Menschen, also diese Zusammenhänge entdecken zu können, und nicht nur in Menschen, sondern auch in Systemen, in Firmen, in Projekten, in Tieren, in Häusern, in all dem, was lebt, ist das großartig, weil es ist überall das Gleiche. Also ihr habt am Ende keinen Unterschied, ob ihr eine Firma behandelt, ob ihr eine politische Struktur behandelt, eine Katze behandelt oder einen Menschen behandelt. Da ist kein Unterschied. Außer, dass eine Firma und eine politische Struktur etwas komplexer ist. Aber die Grundprinzipien sind genau die gleichen. Das heißt, die gleichen Muster, die gleichen diagnostischen Werkzeuge, die gleichen therapeutischen Werkzeuge. Und es funktioniert auch noch überall. Und das war so die Aufgabe für mich, etwas zu finden, und sage, wo ist die Essenz? Also ich will jetzt nicht Yoga oder Kranio oder das oder das oder das machen, sondern mich interessiert, wo ist die Essenz, die ganzen Systeme verbindet? Weil da muss eine sein. Und wenn ich sie gefunden habe, muss sie erstens in allen wiederzufinden sein und zweitens muss sie auf alles anwendbar sein. Nur wenn sie bei einer Firma genauso wirkt wie bei einem Haus, wie bei einem Menschen, kann es der Essenz nahe kommen. Ansonsten ist es nicht. Deswegen gibt es auch keinerlei Doppelblindstudien oder derartiger Unfug, weil die sind auch wissenschaftlich Unfug. Erstens ist jede 80% der Studien gefälscht und zweitens gibt es kein Doppelblind, weil allein die Bewusstheit schon das Ergebnis verändert. Ihr könnt jedes Bioresonanzgerät mit eurem Kopf steuern, das ist kein Problem. Ja. Deswegen, die Erwartung bestimmt das Ergebnis. Es gibt also kein Doppelblind. Das gab es, das ist einfach wissenschaftlich. Deswegen, ich habe nie welche gemacht, weil ich wollte auch keinem was beweisen. Also ich wollte keinem was beweisen, dass ich was besser kann. Das ist so, als ob man jemand ins Gesicht schlägt. Und die einzige Antwort, die man zurückbekommt, ist eine Faust. Und darum geht es mir aber nicht. Sondern mir ging es darum, ein System zu entwickeln, was sich einfach nur auf Resonanzbasis durchsetzt. Also nicht durch Studien, die ganzen offiziellen Belege, sondern einfach nur dadurch, dass Menschen das erfahren, dass es wirkt. Dass sie die Energien spüren, dass sie die Veränderung spüren, dass sie merken, dass in ihnen etwas aufgeht, wenn sie damit arbeiten und alleine das überzeugt. Das ist genauso, es ist immer die Liebe, die aus einem Produkt kommt. Oder einem Angebot kommt. Es ist immer die Liebe, die da rauskommt. Es ist das, was berührt. Insofern ist Inner Weiß an sich auch nicht wirklich wichtig für die Therapie, sondern am Ende ist es auch nur ein Werkzeug, was den Menschen, die es anwendet, hilft, in ihre Kraft zu kommen. Also ist es nicht Inner Weiß, was am Ende die Veränderung macht, sondern der Anwender macht sie. Und Inner Weiß ist nichts weiter als ein Beschleunigungssystem für die Entwicklung, dahin zu kommen. Das heißt, am Ende ist es die Präsenz des Anwenders, die etwas verändert, nicht das System. Also deswegen ist mir wichtig, nicht auf dieses System so viel rauf zu projizieren, sondern den Fokus darunter zu nehmen und zu sagen, okay, es ist der Anwender. Und dieses System hilft dem Anwender, schneller zu wachsen, schneller zu verstehen. Aus Mustern auszutreten, Unbekanntes zu entdecken und so weiter. Dafür ist das System da, also für eine Beschleunigung und für ein Entdecken der Möglichkeiten. Aber am Ende bleibt der Anwender übrig mit seiner reinen Präsenz. Das heißt, am Ende reicht die reine Präsenz des Anwenders aus, um zu wirken. Darum geht's. Also ein System, was da ist, damit man es am Ende wieder loslassen kann, weil man es nicht mehr braucht.
dass man am Ende also nur noch aus einer Wolke, aus einer Cloud die Energie nimmt, die man braucht und komponiert, rein virtuell und wirkt. Oder nur noch mit der Präsenz. Je nachdem, welche Hilfsmittel noch nötig sind. Darum geht es am Ende. Also mir geht es nicht darum, irgendwas auf den Podest zu heben, sondern genau das Gegenteil zu machen. Sagt der Eins, das Einzige, was auf den Podest gehört, ist der Mensch selber. Mit seinen Fähigkeiten. Und es gibt so viele Fähigkeiten in uns, die wir nicht entdeckt haben. Das ist im Grunde alles, das, was technisch geht, könnten wir alleine mit unseren Fähigkeiten machen. Ihr könnt also mit euren Händen genauso wie ein MRT einen Körper scannen. Ihr könnt genau sagen, wo was ist. Das ist kein Problem. Ihr braucht dafür kein MRT. Ihr findet die Veränderung in den Organen eher als jedes diagnostische Instrument sie findet. Und zwar nur mit euren Händen. Weil die diagnostischen Instrumente, also nehmt die klassische Medizin, die guckt halt nur nach der strukturellen und nach der biochemischen Ebene. Und es sind Spätparameter. Ja, wenn die Niere zu 60-70% im Eimer ist, dann steigt auch mal ein Kreatininwert an. Wenn die Leber zur Hälfte kaputt ist, steigen die Leberwerte an. Ja, und was ist über, wer redet über die vielen Jahre von Wut, Zorn, Groll, Angst, Kummer und so weiter, dass die ganzen Organe zerfrisst davor? Das kann die Medizin mit ihrem Denksystem nicht erfassen, weil sie da nicht hinschaut. Sie guckt also nicht auf die emotionalen, auf die energetischen, auf die mentalen Ebenen, auf die Rhythmen und so weiter. Da guckt sie gar nicht hin. Dann wird sie auch nichts finden dort. Das heißt, sie guckt sozusagen nur auf die Spätparameter. Und deswegen kann man, wenn man zum Ultraschall geht, kann man nicht sagen, da ist nichts, sondern kann man nur sagen, ich sehe nichts. Das wäre eine ehrliche Aussage. Weil alles, was unter einem halben Zentimeter ist, finde ich nicht mit dem Ultraschall. Dann wäre die ehrliche Aussage, so schlimm kann es noch nicht sein. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer, weil das ist ja absolut unbefriedigend. Wenn wir also den Menschen jetzt nicht nur den Menschen, sondern eben auch Häuser, Tiere, Pflanzen, Systeme, Firmen, Projekte und so weiter. Wenn wir sie betrachten auf der strukturellen Ebene, also dem manifesten strukturellen, dem stofflichen, wenn wir sie betrachten auf dem biochemischen, auf der biochemischen Ebene, wenn wir sie betrachten in ihren Rhythmen, also diese rhythmische Ebene, die Rhythmen, weil alles klingt ja anders. Das Metall klingt anders als der Stein. Die Leber klingt anders als das Herz. Was dann auch die Grundlage ist, warum eine Stammzelle eben zur Leberzelle oder zur Herzzelle wird, weil es der Klang der Organe ist, die es macht. Oder ich gucke mir die mentale Ebene an, also das ganze Gedankenfeld. Ich gucke mir die emotionalen Ebenen an. Was läuft auf denen? Die energetischen Ebenen, was findet auf denen statt? Und die seelische Ebene. Dann bin ich jetzt schon bei 7. Also auch Körper, Geist, Seele ist ein bisschen beschränkt. Und auch 7 ist nur ein Ausschnitt dessen, was möglich ist. Das Schöne ist, und das ist das Faszinierende bei Inner Weiß, es ist wie so ein eigenes Forschungslabor. Und man braucht nichts weiter als seine Hände und seinen Kopf und sein Herz dafür. Und es gibt ein ständiges Neuentdecken im Herz. Das heißt, es gibt sozusagen, die Regel ist, wenn du nichts Neues mehr entdeckst, mach was anderes. Also wenn du nicht in jeder Behandlung etwas Neues entdeckst, hör auf. Dann ist vorbei. Dann wird es zum Job und das brauchst du keinem Menschen antun. Und es bleibt ein Entdecken. Und es bleibt immer wieder neue Zusammenhänge, Schlüsse und so weiter entdecken. Und dann kann man anschließend schon mal mit Büchern abgleichen, was hat denn Reich gefunden und Aristoteles und der und der und der. Aber am Ende ist es nur ein Vergleichen, ob das, was ich gefunden habe, mit dem übereinstimmt, was die auch schon gefunden haben. Also Weisheit kommt nie aus Büchern. Sondern man kann sozusagen abgleichen, nochmal Inspiration holen, aber mehr auch nicht. Und am Ende werdet ihr feststellen, dass die alle auf der gleichen Reise waren. Und dass die Ergebnisse auch ziemlich übereinstimmen. Und deswegen fließt halt auch ganz viel in das System rein von Da Vinci, von Paracelsus, von sonst woher. Da fließt einfach eine ganz große Kulturgeschichte hinein und verbindet sich zu etwas, weil im Grunde ist ja alles den gleichen Erkenntnisweg gegangen ist. Also es geht darum, Systeme komplexer zu betrachten, eben auch die Rhythmen und so weiter. Und dann findet ihr natürlich viel mehr. Und dann werdet ihr feststellen, dass die eigentlichen Störungen halt nicht im stofflichen und nicht im biochemischen beginnen, sondern die eigentlichen Störungen in jedem System beginnen im energetischen oft. Das heißt, die energetische Irritation ist das Primäre. Das ist so, als ob ein anderer Klang da hineinkommt. Ihr könnt es jetzt als energetisch oder als Klang oder als innere Harmonie bezeichnen, ist völlig egal. Also es geht um diese innere Harmonie, die wir in uns haben könnten. Und wenn die irritiert wird und aus dem Gleichgewicht gerät, frisst sich mit der Zeit das durch die Ebenen durch, bis es irgendwann auch im stofflichen
manifest ist. Das ist aber die letzte Manifestationsebene. Also nehmt einen Krebs, der fängt oft zwischen 15 und 20 Jahren eher energetisch an. Energetisch-emotional. Also nicht, ich habe seit gestern Krebs, also seitdem habe ich eine Diagnose, nee, das ist normalerweise unfunktional. Man guckt ein bisschen zurück und sagt, wie lange ist der Krebs schon da? 5 Jahre, 10, 15, 20. Okay, zwischen 15 und 20 Jahren. Armlenktest zeige ich euch gleich noch, geht ganz einfach. Das ist wie so ein innerer Lügendetektor. Und dann stellt man fest, okay, was war denn los vor 18 Jahren? Ach, da war das, oh ja, immer noch Ärger. Ja? Und damit habe ich eingeladen. Und dann gucke ich nach, und was ist Krebs dann bitte energetisch? Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man anfängt, den als eigenes Wesen, als eigenen Klienten im Klienten zu behandeln. Weil der ist was Eigenes. Der ist gar nicht, der kein Ausdruck der energetischen, dieses emotionalen, dieser emotionalen Belastung. Sozusagen transformierte emotionale Belastung als Krebs. Das, was Hammer auch predigt, das ist nicht, nach meiner Erfahrung, nicht richtig. Sondern die energetisch-emotionale Irritation war eine Destabilisierung. Und dann konnte in der Destabilisierung etwas eindringen, was normalerweise nicht reinkommt. Und wenn ihr dann Krebs als etwas Fremdes betrachtet in einem Menschen, und ihr habt ganz verrückte Aussagen, also wir haben bis zu dem Punkt das erlebt, ich habe Krebs, nein, getestet mit den Armen. Daneben lag aber der histologische Befund eines Karzinoms. Und dann einfach mal die Frage anders gestellt, ich trage Krebs, ja, ich werde an den Krebs auch sterben, ja, ich habe Krebs, nein. Da kommen Fragezeichen auf. Die Seele sagt, ich habe den Krebs nicht. Aber genauer gefragt, und jetzt ist es ganz spannend, wie stelle ich die Frage? Weil der Körper kann ja immer nur Ja und Nein sagen im Grunde. Der kann also nur auf die Frage antworten. Das heißt, er hängt also ganz extrem von der Bewusstheit der Fragestellung ab, was ich als Antwort bekomme. Wenn ich nur nach dem Teil des Raumes frage und nicht nach dem Teil, kriege ich nur eine Antwort zu dem Teil. Wenn ich nach dem ganzen Raum frage, kriege ich eine Antwort zum ganzen Raum. Wenn ich nach dem ganzen Gebäude frage, nach dem ganzen Objekt, im ganzen Objektbereich, mit Garten, ist es wieder was anderes. Gibt es hier einen Baum im Raum? Nein, es gibt einen Busch. Ja? Im ganzen Gelände, ja, es gibt viele. Also dann wäre schon wieder ein Nein, weil es gibt nicht einen Baum, sondern viele Bäume. Ja? Also das macht es deutlich, wie bewusst die Frage sein muss, damit wir die richtigen Antworten bekommen. Und darin liegt die Kunst. Die Kunst liegt in der Bewusstheit der Fragestellung. Und ihr werdet erleben, wenn ihr eine Frage stellt, dann ist auch immer die Antwort da. Als ob das Leben darauf wartet, dass wir die richtige Frage stellen. Das ist faszinierend, weil inner Weisheit ist für mich wie ein Lebewesen. Wo also alles schon da ist. Und über die letzten 17, 18 Jahre kam halt je nach Fragestellung ein neues Werkzeug nach dem anderen stand zur Verfügung. Als ob das Wesen inner Weisheit gewartet hat, dass die richtige Frage gestellt wurde. Um sicherzustellen, dass die Energien, die dann als Antwort kommen, auch handelbar sind. Weil wenn jemand die richtige Frage stellt und dann gibt es eine adäquate Antwort, dann weißt du, dass er mit der Antwort umgehen kann. Ihr könnt aber keinem kleinen zweijährigen Kind einen Bunsenbrenner in die Hand geben, der an ist. Das geht mit Sicherheit schief. Deswegen ist es genial, also diese Intelligenz, die dahinter steckt, ist so genial, weil sie eben nach Bedarf und Notwendigkeit schaut, was passt denn, wer kommt mit was zurecht. Und das ist das Faszinierende, also im Grunde braucht man sich nur führen lassen. Und das ist am Ende aber auch die ganze Kunst im Leben. Also die Kunst im Leben besteht darin, wenn ihr Leben erfahren wollt mit dem, was möglich ist, erfahren wollt und Leichtigkeit, ist es im Grunde sehr einfach. Es ist nichts weiter als eine Hingabe an die eigene Lebensaufgabe. Also wenn ich meinen Willen rausnehme und danach lebe, was vorgesehen ist, mich der Lebensaufgabe hingeben kann, und die ist ja für jeden da, dann wird es ganz leicht, weil dann übernimmt die und führt. Und führt dazu, dass genau im rechten Moment das und das und das passiert. Die sorgt schon dafür, dass sie ans Ziel kommt. Das ist das, was Burkhard Heim auch sagte. Wenn ich meinen Sinn nicht erfüllen könnte, wäre es ja sinnlos, dass ich überhaupt existiere. Also es ist alles da, was ich zur Sinnerfüllung brauche. Und auch bei Heim findet ihr es. Heim hat sich dem Sinn sozusagen hingegeben. Und ohne Arme, ohne Sehen, weil alles weggesprengt, war der einfach mal einer der genialsten Wissenschaftler, die es jemals gab. Und er war glücklich mit seinem Leben, obwohl er keine Arme mehr hatte. Er hat nicht gejammert und gelitten und sich als Opfer dargestellt, sondern genau das Gegenteil.
Also darin liegt die Kunst. Die Kunst liegt sozusagen darin, mich selber zu lieben. Also deswegen, ich mag nicht diese Ego-Verleugnung, finde ich ziemlich grausam. Also damit kommt man aus meiner Sicht nicht zur Erleuchtung, sondern das Ego ist sozusagen der Kanal. Es ist der Kanal, durch den meine Lebensaufgabe hindurchkommt. Wenn ich mein Ego negiere, negiere ich selber Kanal zu sein. Dann bin ich nur noch ein Blatt im Wind. Also es geht darum, das Ego zu lieben, sich selbst zu lieben. Wie will ich jemand anders lieben, wenn ich mich nicht liebe? Geht gar nicht. Und in dem Moment, wo ich mich, also mein Selbst, Ego ist ja nichts weiter als ich selbst, wenn ich mein Selbst lieben kann, kann es Kanal werden für das, was ich vor zu tun habe hier. Und wenn ich mich dem hingebe, dann kann ich am Ende unendlich viel manifestieren. Und ich habe so viel Energie, dass ich nicht weiß, wohin mit dem Zeug. Das ist die Folge. Weil das ist so, als ob ihr sozusagen wie so ein Dauermagnet habt und ihr steht mitten im Strom. Ihr habt also wirklich mehr Energie, als ihr brauchen könnt. Ihr müsst sie nur noch lenken. Und das geschieht aber nur, wenn wir die Seelenaufgabe leben. Und jetzt ist mal die große Frage, wie finde ich meine Seelenaufgabe? Die ist nicht zu finden. Das ist das, was übrig bleibt, wenn man die Kompromisse bereinigt. Also man kann die nicht finden, sondern sie bleibt übrig, wenn man sauber gemacht hat. Das heißt, wenn ich die Lügen mir selbst gegenüber beende, und jeder Kompromiss ist ja eine Lüge mir selbst gegenüber, dann bleibt das übrig. Und das braucht wieder den Mut aufzuräumen. Das braucht den Mut loszulassen. Das braucht den Mut zu schauen, was ist wirklich wichtig. Ist diese Kaffeetasse von der Urgroßmutter wirklich essentiell? Ist der Job, der zwar gut bezahlt wird, aber gehasst wird, wirklich entscheidend und nicht das, was mich wirklich macht? Ist die Beziehung so, wie sie ist, das, was ich leben möchte? Stimmt das Haus, in dem ich lebe? Sind die Bücher, die im Regal stehen, wirklich noch alles Bücher, die ich lesen möchte und liebe und nochmal lesen möchte? Da stehen die einfach nur als Deko da und so weiter und so fort. Das heißt dann einfach nur radikal aufräumen. Radikal loslassen, weil am Ende nehmen wir doch eh nichts mit. Und der Reichtum ist am Ende ja eh nur innen. Also kann ich auch den Rest im Äußeren loslassen. Und ich bin gerade an diesem glücklichen Punkt, alles zu verschenken, was ich habe. Hier in Deutschland, das ist großartig, so eine Freude, das alles zu verschenken. Heute ist wieder was abgeholt worden. Toll. Das heißt, das Haus ist im Grunde leer. Das ist super. Ich mag ja eh leere Häuser, wenn die nicht voll stehen, sondern leere Räume, weil dann ist Platz zum Denken und zum Atmen. Und geh halt mit dem Koffer und fang wieder woanders neu an. Zieh los einfach, weil es ist so ein Punkt gekommen, wo ich sage, okay, ich habe jetzt alles erreicht, was ich wollte und viel mehr, als ich mir jemals vorgestellt habe. Und ich könnte jetzt der Verwalter meines eigenen Erfolgs in Europa werden. Habe ich aber keine Lust zu, weil welche Band ist schon glücklich, 20 Jahre den gleichen Song zu singen? Das ist öde. Das ist tötend. Also wo ist das nächste Abenteuer? Und dann hieß es eben, sagt, okay, 47 Jahre Deutschland reicht, jetzt kommt was anderes. Also auch wieder dieser Punkt, loslassen, komplett loslassen, sagt, was passt in den Koffer, was muss mit, alles. Tschüss. Und es geht. Und es macht eine unglaubliche Befreiung. Und wir haben zum Beispiel noch ein anderes Beispiel, wir haben gerade eine Woche Workshop gehabt in Österreich mit den ganzen Mentoren aus mehreren Ländern und haben am Ende 8 von den Mentoren beurlaubt. Also 8 von den 30 sind in den Urlaub gegangen, in eine Pause gegangen und danach war eine solche Befreiung im Raum und es war solche Freude da, weil plötzlich das Feld wieder klar war. Und die jetzt durch die Beurlaubung die Chance haben, aus dem Druck raus zu sein, irgendwas darstellen zu müssen, was sie gerade nicht können, weil sie innerlich es gerade nicht leben, und die Chance haben, sich zurückzuziehen, die Chance haben zu klären und dann aus den Geklärten wieder aufzutauchen und zurückzukommen. Also manchmal muss man einfach loslassen, dann ist es das größte Geschenk, jemand zu sagen, du nicht. Oder ich sehe, welche Spiele du spielst oder was auch immer. Und dann kann ein Erkennen erfolgen und dann kann eine Reflexion erfolgen und dann kann eine Veränderung erfolgen. Aber wenn wir die Sachen dulden, einfach nur weiter dulden und schlucken und nachher eben vor der Tür kotzen gehen, dann ändert nichts. Ja, ihr könnt es auch in Kopfschmerzen umwandeln. Völlig egal, wie es transformiert. Kotzen war nur die schnelle Lösung. Können auch Knieschmerzen draus machen. Völlig egal. Aber das ist es doch am Ende. Das sind die Sachen, die wir schlucken und die wir nicht klären.
die verwandeln sich am Ende in Symptome. Das heißt, Symptome sind doch nichts weiter als ungeklärte Ladung. Und in dem Moment, wo ich mir anschaue, welche Ladung habe ich, wo kommen die her und so weiter, die Ladung kläre, bevor sie zum Symptom werden. Ja, großartig, da spare ich mir das Chaos und den Unfall. Wenn ich natürlich nicht hinschaue, dann kriege ich sozusagen als Hinweiszeichen ein Ding vor die Nase und habe dann mit dem Unfall zu kämpfen. Sozusagen innerlich. Aber einfach nur, weil ich vorher die Zeichen nicht verstanden habe. Also wie gesagt, die Kunst, es ist möglich, Leben hat so viel, es ist so viel möglich, es ist so ein Reichtum möglich, so ein Feuer möglich, so ein kreativer Wahnsinn möglich. Ohne Anstrengung, sondern geführt werden, also nachts um zwei aufwachen, Blatt Papier nehmen, aufschreiben, nachmittags weiterschreiben, nächste große Tester ist fertig. Kommt einfach so, da weckt dich jemand nachts um zwei, sagt, schreibe. Und es ist so, wenn ihr kreativ seid, ist es ja eh nur Instrument sein. Also so wie halt Beethoven die Neunte gesehen hat. Das ist auch jedes Buch ist ein eigenes Lebewesen. Das heißt, ihr könnt dieses Lebewesen, ihr müsst es willkommen heißen und es führt euch. Weil es ist ja längst geschrieben. Es hat euch gewählt, damit ihr es zu Papier bringt. Ja, aber nicht ihr schreibt ein Buch. Sondern das Buch als komplettes Wesen existiert bereits. Und es geht darum, es zu manifestieren. Und so ist es aber in jedem Lebensbereich. Der Plan ist längst da. Und dann ist nur noch die Frage, ob ich die Aufgabe annehme, den Plan erfüllen zu wollen. Und wenn ich ihn erfülle, dann führt mich der Plan so, dass alles eintreten kann. Und das macht einen unglaublichen inneren Reichtum. Und für den Businessbereich gilt das Gleiche. Also der Erfolg lässt sich nicht verhindern, wenn man im Fluss ist. Ja, das heißt, wenn man zum Beispiel Firmen oder Systeme behandelt, kann man die auch nicht auf Erfolg therapieren oder coachen. Also nicht 2% Gewinnsteigerung coachen. Das geht gar nicht. Ich kann dafür sorgen, dass ein System, eine Firma wieder in den Fluss zurückkommt und dann lässt sich Erfolg gar nicht verhindern. Weil die Resonanz in den Produkten zu spüren ist. Die Leute wollen es, weil es sich gut anfühlt. Weil es den Bedarf trifft, weil es um Resonanz geht. Und dann erfolgt der Erfolg von selbst. Also insofern einfach da auch ein Umdenken, wo setze ich überhaupt an? Aber noch ein weiteres Umdenken. Normalerweise sind wir gewohnt, es tut hier weh, also mache ich hier was. Das ist medizinischer und lebendiger Unfug. Weil das, was hier weh tut, ist der Ausdruck von etwas, was hier blockiert ist, was mit dem dort zusammenhängt, was mit der Person in Verbindung steht. Und ich kann es weder hier lösen, noch hier, sondern kann es vielleicht nur hier lösen. Das ist so, wenn ihr ein Symptom habt, ist das wie so eine rote blinkende Lampe. Und dann habt ihr viel Beton drumherum. Die Lampe ist wie so eine Gummilampe. Ihr könnt einen Hammer nehmen und draufschlagen. Das Einzige, was passiert ist, dass der Hammer auf euren Kopf zurückschlägt. Das ist, wenn ihr ein Symptom therapiert. Wenn ihr daneben rein wollt, dann schlagt ihr euch was ist ja alles Beton, ja, dann schlagt ihr euch den Kopf blutig, weil da kommt er nicht ran, dann ist es nur ein Symptom. Wenn ihr aber Detektiv werdet und diese kleine Tür sucht, in Raum und Zeit, dann werdet ihr diese kleine Tür finden, durch die ihr einfach nur einen Klang hineingebt und das ganze Gebilde fällt in sich zusammen. Und dann kann es sein, dass etwas, das mit 45 Jahren auftaucht, die Ursache im dritten Lebensjahr hat, im dritten Lebensjahr übernommen wurde vom Vater, weil der kam mit dem Leben nicht gerade nicht klar, Kind hat es aus Liebe, hat es übernommen, getragen und der Vater hat es schon von seinem Vater und der von seinem Großvater übernommen. Das ist eine Kette entstanden. Themen wurden weitergegeben, weil nicht geklärte Themen geben wir an die nächsten Generationen weiter. Und wo behandle ich dann? Wo mache ich was? Ja, hier nicht. Hier auch nicht. Sondern da hinten arbeite ich. Und jetzt kommt das Geniale bei energetischer Medizin. Was kümmert mich Raum und Zeit? Ist mir doch völlig wurscht, welches Jahr wir haben. Ich kann doch ein energetisches Mittel, also einen Klang, in der Zeit zurückplatzieren beim Großvater und lass den dort wirken und habe sofort eine Veränderung im Jetzt im Klienten vor mir, der dann sagt auch noch, ich sehe meinen Großvater, er schließt die Augen und sagt, ich sehe ihn und der lächelt mich an und umarmt mich und kann jetzt endlich gehen, das ist Nummer eins, bewegende Bilder und auf der anderen Seite, du übrigens, mein Symptom ist weg. Und dabei habt ihr nichts hier gemacht bei den Menschen. Sondern ihr habt hier hinten vor 150 Jahren gearbeitet. Das ist das Großartige. Das ist dieser Freiraum, der entsteht, den brauchen wir auch, weil eben nicht, das Jetzt hat ja kein Problem.
Das Jetzt ist ja sozusagen nur die Folge von etwas, was war. Also normalerweise Vergangenheit, manchmal auch Zukunft. Wenn ich auf dem falschen Weg bin, dann ist es so, als ob ich mit einer Planierraupe durch den Wald will und der Berg vor der Raupe wird natürlich immer größer. Dann kann auch mal die Zukunft eine Ladung erzeugen, die das Jetzt bereits beeinflusst. Also manchmal kommen Symptome im Jetzt auch schon aus der Zukunft. Aber nur, wenn ich mit der Planierraupe durch den Wald will. Oder wenn ich versuche, den Weg eines anderen zu gehen. Dann schon. Wenn ich auf meinem Weg bin, steht da keine Ladung. Dann kommt die Ladung aus der Vergangenheit. Und dann heißt es rauszufinden, woher. Weil ihr könnt ja nur an der Ursache wirken. Also ihr könnt ja, wie gesagt, Symptome braucht man sich nicht angucken, weil da könnt ihr eh nichts tun. Die einzige Chance, die ihr habt, Sachen aufzulösen, egal in welchem Bereich, ist die Ursache rauszufinden. Also in Raum und Zeit zu gucken, womit, wo kommt es her, und ihr müsst die Wurzel greifen. Bei Brennnesseln das Kraut abzuschneiden, ist ziemlich Unfug. Ziemlich auch, ich meine, es sei denn, ihr wollt Suppe kochen. Aber wenn ihr die Brennnesseln loswerden wollt, müsst ihr die Wurzeln ausgraben. Und das Gleiche müsst ihr auch im Therapeutischen tun oder im Coaching tun mit Systemen. Und wenn ihr eine Firma habt, die aktuelle Situation ist, es läuft ein Rechtsverfahren seit 2 Jahren, kostet der Inhaber unendlich viel Kraft, weil ständig neue Prozesstermine, ständig neue Unterlagen, ständig neue Vorwürfe, ständig neue Lügen, viel Geschmiere und so weiter. So, und wenn ihr es dann aufzeichnet, stellt ihr fest, das geht sogar bis ins Herz der Firma hinein. Und dann guckt ihr aber nach, hat das was mit, wo kann ich was tun? Ist es die Ursache? Nein. Und ihr testet dann aus, die Ursache liegt vor 8 Jahren. Was war vor 8 Jahren? Stimmt, da gab es mal einen Teilhaber, wir haben da noch was nicht geklärt, der hat Geld reingegeben. Naja, wir müssen das nochmal aufräumen. Sagt, da hast du beschissen, stimmt's? So, und das war nicht geklärt, das hat die Tür aufgemacht, dass das reinkommen kann. Als Zeichen, dass hier was nicht geklärt war. Jetzt kann ich hier natürlich viele Anwälte beschäftigen, viel Geld loswerden und viel Kraft loswerden. Ich kann auch hier hinten aufräumen. Und in dem Moment wird das Gerichtsverfahren am nächsten Tag hier abgesagt. Mehrfach erlebt. Weil nicht mehr notwendig. Da sagt das Gericht, wir brauchen keine weiteren Zeugen, wir sind uns schon sicher. Plötzlich, weil nachdem ihr hier gearbeitet habt, ist hier die Veränderung. Oder Münchner Innenleben sozusagen, Restaurantbereinigung der Innenstadt. Wir wollen mal wieder ein paar Italiener loswerden. Dann wird irgendein Gesundheitsdetektor geschickt, der dann feststellt, dass das Klopapierpaar schon mal an der Wand hängt. Dann lässt man ein Gerichtsverfahren loslaufen. Die brauchen ein bisschen, kosten viel Kraft, zermürben, um am Ende sozusagen Auflagen zu erstellen, um dieses Restaurant zu machen. Dann haben wir die Ursache geklärt bei dem Restaurantinhaber, was das Ganze eingeladen hat. Das Gerichtsverfahren war 2 Tage später in München. Wir haben in Berlin gearbeitet, die Behandlung, Verhandlung war 2 Tage später in München. Der Staatsanwalt ist nicht erschienen. Keiner wusste, wo er abgeblieben war. Es wurde ein Ersatz eingesetzt. Der Ersatz hat nach 5 Minuten das Verfahren zu seinen Gunsten beendet. Der andere war natürlich geschmiert, involviert etc. Diese Gustl, der Mensch, der gerade nach 7 Jahren rausgelassen wurde aus der Psychiatrie, wo die bayerische Justizministerin involviert war und von der Bank irgendwelche Tragödien gelaufen ist und so weiter. So, also da erschien der Staatsanwalt. War nicht mehr notwendig, weil das Thema dahinter, dass es zum Vorschein kam, geklärt war. Das heißt, wir haben doch immer die Wahl, ob wie chaotisch wir es haben wollen. Wenn also sozusagen normalerweise Leben Harmonie ist, Schwingung ist, mit schöner Amplitude, und dann kommt eine Irritation, also das ist so Leben. Hier kommt eine Irritation und dann kommt entweder eine Nulllinie oder eine irritierte Linie, eine gezackte oder was auch immer, eine veränderte Linienstruktur. Die Amplitude geht raus, die Schönheit geht raus und so weiter. Dann kann ich entweder hier die Zeichen verstehen oder ich kann warten, bis an der Stelle der Zweitschlag kommt. Der Zweitschlag heißt dann Durchfall, Husten, Genickbruch beim Unfall, was auch immer. Das Leben hat eine Menge Vorbilder. Hauptsache Chaos erzeugen. Egal wie schlimm, weil dieses Chaos gibt die Chance, aus dieser Nulllinie, dieser Überlebenstotenlinie im Grunde, Chaos wieder in die Harmonie zurückzukommen. Also hier geht es nur noch um Chaos erzeugen und nichts anderes mehr. Ihr könnt darauf warten. Und ihr könnt das hier als die Krankheit bezeichnen. Mit den bösen Streptokokken, Candida, der böse Unfall, der war schuld, etc. Könnt ihr alles machen. Ihr könnt euch in diesem Spiel aufhalten viele Jahre.
Ihr könnt aber auch sagen, okay, hier vorne war eigentlich die Störung. Das ist die Krankheit, da ist der Beginn, das ist der Zweitschlag, das ist der Versuch der Lösung. Weil die Streptokokken habt ihr immer im Mund. Die gehören dahin. Aber manchmal machen sie eine Mandelentzündung. Candida gehört in den Darm, es produziert auch noch Vitamine für euch. Total lieb. Sollte man nicht abtöten. Gehört da rein. Ihr könnt es natürlich auch als das Böse betrachten und es versuchen abzutöten. Das heißt, der Körper besteht in einem natürlichen Gleichgewicht mit einer 10er-Potenz mehr an Viechern, als wir Zellen haben. Also demokratisch gesehen haben die eine 10er-Potenz mehr zu sagen. Also im Grunde haben wir nichts zu sagen, zu entscheiden, demokratisch betrachtet. Das ist unser normales Gleichgewicht. In diesem Zweitschlag stellen sich also die lieben Streptokokken zur Verfügung und sagen, ich weiß, du wirst mich als den totalen Idioten betrachten und mich totrauen wollen, aber aus Liebe zu dir mache ich dir jetzt meine richtig schöne Mandelentzündung. Weil so geht es nicht weiter. Das ist Überleben, das geht so nicht. Ihr könnt aber auch diesen ganzen Blödsinn weglassen und sagen, okay, die Krankheit, das ist nicht dieses klassische Krankheitsmodell, stimmt überhaupt nicht. Die eigentliche Irritation ist hier vorne. Das ist der spannende Bereich. Ihr habt also eine Sinuskurve, ihr habt eine Irritation und dann eine Nulllinie. Oder eine gezackte oder was auch immer Linie, eine Disharmonie. Wenn ihr in der Lage seid, an der Stelle nicht weiter zu rennen, sondern zu sagen, okay, stopp. Umdrehen, angucken, was los war, was war zu lernen, zurück in die Harmonie und weiterleben. Dann geht es auch einfach. Und jeder hat die Wahl, ob er diesen Punkt hier stehen bleiben will oder ob er weiter rennt in die Richtung und den Zweischlag abfängt. Die Wahl haben wir alle. Also, hier stehen bleiben, zurückgucken, angucken, was war meine Lernaufgabe, was war zu klären, das in Ordnung bringen, zurück, Harmonie, weiter geht's. Das ist Leben. Leben ist nicht die dauerhafte Harmonie, sondern Harmonie, Herausforderung, Wachstum, Harmonie, Herausforderung, Wachstum und so weiter. So ist Leben. Und dafür brauchen wir natürlich die Werkzeuge, um genau diese Veränderung wahrzunehmen. Also ich muss erstmal wissen, was meine Harmonie ist. Wenn ich ein Gefühl für meine innere Harmonie habe, weiß ich, wann sie nicht mehr da ist. Wenn ich aber nur Fragmentation kenne, Disharmonie in mir kenne, Zerrissenheit in mir kenne, nur noch kleine Reste, die übrig sind, in mir kenne, weiß ich nicht, was Harmonie ist. Ihr habt also Menschen, könnt ihr testen, ich bin ich? Nein. Ja, und wessen Leben lebst du denn gerade? Weil deins nicht. Sag mal, ich bin ich? Nein. Sag mal deinen Vornamen, ich bin Klaus? Nein. Ich bin Brigitte? Ja, wer ist Brigitte? Deine Ehefrau. Schön. Toll gemacht. Manchmal ist es auch die Ex. Manchmal ist es die Mutter, der Bruder und so weiter und so fort. Das heißt, man nimmt die Identität eines anderen an und versucht, deren Leben zu leben. Kann ja nur schief gehen. Jetzt gehen wir mal weiter. Ich werde von meiner ursprünglichen Seele gelebt. Nein. Wer ist bitte in dir und wer lebt durch dich? Und wann ist deine rausgegangen? Wann hatte deine die Schnauze voll und gesagt, ich kann nicht mehr? Das kann im dritten Lebensmonat geschehen sein, als die Eltern nämlich immer nur noch gezweifelt haben und sagen, schaffen wir das, wollen wir das, ist das überhaupt Sinn oder doch lieber Abtreibung? Und dann sagt diese kleine Seele, dafür bin ich nicht gekommen. Also ich wollte hier eigentlich willkommen geheißen werden und nicht bekämpft werden. Reicht mir. Genug Verletzung, ich gehe. Tschüss. Kann aber auch später geschehen. Also ihr habt auch die Fälle, wo nicht mal mehr das stimmt. Dann könnt ihr gucken, wenn das Ich bin ich vielleicht ein Ja ergibt, ich bin ich überall in mir. Nein. Weil im Herzen hängt noch die Verletzung mit dem, in der Leber hängt die Wut davon, im Knie hängt die Erfahrung damit, im Fuß hängt noch der Frust von dem Operateur, weil er nachts um drei aufstehen musste und so weiter und so fort. Das heißt, am Ende sind die Menschen multipel fragmentiert und disharmonisch und quietschend. Der normale Mensch, das normale System ist ein multipel fragmentiertes, disharmonisch quietschendes System. Ihr könnt doch nicht erwarten, dass es schön aussieht. Also wer innerlich nicht schön ist, kann auch nach draußen nicht schön aussehen. Der wird auch keine Schönheit im Leben erschaffen, auf Resonanzbasis. Also besteht die Aufgabe darin, erstens mich zeitlich wieder einzusammeln, also das Knie, was vor 15 Jahren in die Stapel gekommen ist, ins Jetzt zu bringen. Die Wut aus der Leber, die auch nicht meine ist, sondern die ich trage dafür, rauszunehmen. Das, was aus dem Herzen rausgerissen wurde, zurückzuholen. Also es geht darum,
alles, was mich ausmacht, was meine Vollkommenheit ausmacht, zurückzuholen, weil mein eigenes, ja? Meine Energie, meine Seele, mein Feld, Punkt. Alles, was fremd ist, aus mir zu entfernen, also alles, was ich übernommen habe aus dem, ich bin Kümmerer und ich tue dem anderen was Gutes, wenn ich dem das abnehme, völliger Blödsinn übrigens, oder was eben auch manipulatorisch hinterlassen wurde in mir, was ich trage für andere und so weiter. Also alles, was nicht zu mir gehört, was aber sich in mir befindet, zu entfernen. Alle Fremdklänge rauszuholen, den eigenen Klang kräftig zu machen, wieder vollständig zu machen und die Ladung, die sich ergeben hat, zu reduzieren. Also Ladung ist sozusagen alles, was nicht Liebe ist. Wir können es als Ladung bezeichnen, als Hass bezeichnen, als Selbstzerstörung bezeichnen, völlig wurscht. Das ist völlig egal, wie es bezeichnet. So, und wenn ich die drei Punkte kläre, komme ich ein unglaubliches Stück weiter. Weil plötzlich nehme ich mich anders wahr, ich nehme meine innere Vollkommenheit und Schönheit wahr, mein Klang ist wieder da, der ist kräftig, die quietschenden Fremdklänge sind raus. Und ihr werdet feststellen, dass Schmerzen genau an den Zonen zwischen zwei Klängen entstehen. Ihr habt also hier, tragt ihr die Last von eurer Mutter oder eurem Vater oder wem auch immer. Ich bin ich, ja, 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 nein. Hand ist nicht ich, hier ist ich. Wenn ihr die Augen schließt und immer hineinspürt in euren Körper, die Energieströme wahrnehmt, dann werdet ihr merken, der Energiestrom geht bis hier und bricht ab. Weil nämlich genau hier ein anderer Klang drin ist, ein anderes Programm läuft. Wenn ihr stürzt, wird die Hand sich wegdrehen, die Hand wird brechen. Wenn sie gebrochen ist, wird die Hand nicht heilen, weil die Heilinformation geht bis hier, gebrochen ist aber hier und am Ende sitzt jemand mit Morbus Sulek da und sagt, ich kann die Hand nicht mehr bewegen. Konnte aber nicht heilen, weil ihr eigenes Feld geht nur bis hier und hier tragt ihr noch die Last für jemand anderen. Also wir brauchen diese innere Vollkommenheit brauchen. Den inneren eigenen Klang. Und der geht halt über die Jahre oft verloren und wird immer schwächer, weil da ist eine Verletzung, die ist nicht geklärt, da ist was abgespalten, damit komme ich nicht klar, da trage ich was für den und so weiter. Und so sammelt sich immer mehr Chaos in uns an und dieses Chaos erschafft natürlich nur Chaos. Und in dem Moment, wo ich das aber kläre und die Werkzeuge dafür zu habe, um es erstens zu verstehen, was ist da los, wer bin ich, was bin ich, wo kommt das her? Also, die Hand, ich bin ich, nein, vor 5 Jahren, nein, vor 10 Jahren, nein, vor 15 Jahren, nein, vor 20 Jahren, ja. Das ist mein Fingertest, machen wir auch noch. Vor 20 Jahren, vor 19 Jahren, vor 18 Jahren, vor 17 Jahren. So, was war los? Dann habt ihr zeitlich schon mal den Punkt bestimmt, wann es begonnen hat. Jetzt könnt ihr austesten, womit hängt es zusammen und so weiter. Und dann könnt ihr gucken, und was hilft? Was kann ich machen, damit die Hand wieder meine wird? Und am Ende stellt ihr fest, dass ihr zum Beispiel ihr habt damals irgendwie mal ein Geschenk jemand übergeben mit der Absicht, etwas zu erreichen bei dem. So ein bisschen manipulativ. Und mit dem Geschenk habt ihr euch das eingefangen. Dann heißt es, dieses Geschenk energetisch aufzulösen. Das, was ihr damals erreichen wolltet, aufzulösen, damit die Hand wieder eure werden kann. Dann schließe ich die Augen, stelle mir das vor, gehe in die Situation zurück, kläre das energetisch, kann mir Hilfe dazu holen. In dem Moment, wo es geklärt ist, ist es plötzlich wieder ich bin ich. Ja, ja, ja. Also so funktioniert es doch. Und da fängt es an, spannend zu werden. Also das ist am Ende das Ziel. Es geht darum, Leben zu erfahren mit dem, was sein kann. Also natürlich kann man mit Sparflamme zufrieden sein, am Ende sich beklagen und sagt, naja, besonders war es ja nicht. Ob ich nochmal kommen will, weiß ich nicht, weil war nicht so unbedingt das. So den richtigen Orgasmus habe ich nicht erlebt. Ihr könnt aber auch einen Dauerorgasmus erleben. Und wenn ihr andere Menschen verändern wollt oder ihnen was Gutes tun wollt, dann nehmt den Harry und Sally-Effekt bitte. Versucht nicht, sie zu verändern, sondern lebt vor, was es sein kann. Inspiriert mit eurem Sein. Inspiriert mit dem, was ihr seid, was ihr ausstrahlt, was ihr tut und erschafft in den anderen diesen Wunsch, ich hätte das Gleiche nämlich auch. Ja, Harry und Sally, dieser gepflegte Orgasmus im Restaurant und dann diese ältere Dame daneben, was auch immer die getrunken hat, ich auch. Das ist doch das, was verändert. Also
Also es verändert nicht, nicht zu sagen, du darfst das nicht oder du solltest das, diese ganzen Ratschläge sind Schläge. Kann man komplett vergessen. Verändert eh nichts. Sondern etwas, was wir selber authentisch leben und was wir ausstrahlen, das berührt und das verändert andere Menschen und sagen, das will ich auch. Also was immer der tut, das will ich auch haben. Keine Ahnung, wie das gemacht hat, aber genau das. Das verändert, weil das ruft Menschen auf, in die eigene Verantwortung zu gehen. Und sagt, hey, du kannst es, mach es. Aber nicht die Aufforderung, tu es jetzt, ja, sondern es muss von innen kommen. Ich will das auch. Das geht, das nehme ich auch. Und deswegen, weiß nicht, wie viele Therapeuten hier sind, aber auch als Therapeut geht es doch nur am Ende nur darum, authentisch zu sein. Mehr ist es doch gar nicht. Und damit zu inspirieren. So, habt ihr noch Fragen? Wir machen mal eine Fragerunde. Ich habe da gleich eine Frage. Wenn das, ich habe mal eine Frage. Ja, ja, mach. Ja, wenn das alles, kann man in den Zustand kommen, dass alles durch Innerwise dann geklärt ist oder muss man praktisch immer wieder neue Innerwise-Behandlungen dann machen? Oder ist das irgendwann mal, dass man sagt, so, ich habe jetzt 120 Behandlungen, das ist jetzt alles, ich bin jetzt in meinem besten Potenzial, ich brauche das jetzt nicht mehr. Kommt man in so einen Zustand? Du meinst, wir sollten gleich Pakete verkaufen, 120 bis zur Erleuchtung? Ja, ich weiß es nicht. Also ich würde mich jetzt auch mal interessieren. Ob der Quickie nur 10? Du fragst mich gerade, ob Leben irgendwann endet. Weil die Aussage war doch, Leben ist nicht der dauerhafte Zustand der Harmonie. Der Leben ist der Zustand von Harmonie, herausgefordert werden, Wachstum, wieder neu erschaffen von Harmonie, herausgefordert werden, Wachstum, wieder neu erschaffen. Das ist Leben. Es ist nicht die unendliche Glückseligkeit, die haben wir lange noch, wenn wir tot sind. Wenn wir im Licht sind, haben wir die Einheit. Das ist die ewige Langeweile. Also Gott langweilt sich doch im Grunde zu Tode. Weil er ist ja eins. Das eins ist nicht das Duale. Das eine ist. Es hat keine Reflexion, kein Gegenüber, es ist. Und das auf ewig. Wie gesagt, das Paradies haben wir lange noch. Hier im Leben geht es doch, der einzigste Sinn von Dualität ist doch der Erkennungsprozess. Wie gesagt, wenn das eine sich nicht erkennen kann, weil es in einer ewigen Langeweile lebt, weil es eben kein Gegenüber hat, dann muss das eine durch eine, wie gesagt, es stülpt sich ein, das eine in sich selbst erschafft das Duale. Dann hat das Duale die Aufgabe, dass das eine wachsen kann, sich verändern kann. Das eine kann es nicht. Es braucht das Duale dafür. Das heißt, die Aufgabe des Dualen besteht, dass so in das Duale, in diesem Torus sozusagen oben, das eine als individuell Gott für dich selber, ja, Gott für dich, das eine Schöpfungskraft, wie du es immer bezeichnest, hineinfließt, auf der Lebensplattform gelebt wird und in dem Moment, wo der Kanal auf ist, also wirklich auch nur deinen Sinn erfüllst, geht es nach unten auf und geht als Liebesenergie wieder raus ins Ganze. Seelenenergie fließt rein, Liebesenergie fließt raus. Das ist die Aufgabe des Menschen. Und das ist, glaube ich, im großen Schöpfungsprozess schon ziemlich alles. Mehr nicht. Das heißt, die eigentliche Aufgabe des Dualen ist der Erkenntnisprozess. Das ist die Aufgabe von dualen Strukturen. Und wir als Menschen sind duale Strukturen. Also geht es jetzt darum, dass wir uns mal nicht so ernst nehmen und sagen, okay, was ist das wirkliche Sinn, der wirkliche Sinn hier und wie reich bin ich denn? Und viele Menschen sind viel reicher, als sie denken. Weil die haben so viel Erfahrung schon gesammelt im Leben. Du bist so reich mit deiner Erfahrung, mach doch mit diesem Reichtum was. Hör auf, dich zu beklagen, was du nicht hast oder wie schwer der Weg war und sag, das ist das, was ich gelernt habe daraus. Und dann setz das ein und unterstütze andere, auch ihren Weg gehen zu können. Also diese ewige Glückseligkeit, vergiss sie. Und es ist sogar so, dass die Latte immer höher rutscht. Je mehr du weißt, wie dein Klang sein kann, je mehr du weißt, wie es sich anfühlt, mit nur 2% Ladung zu leben und der Rest ist Liebe in dir, du bist doch mit 25 nicht mehr glücklich. Wenn du nur 50% Ladung kennst, also sozusagen, geht man auf die Straße, ganz normal, die meisten Menschen haben zwischen 50 und 80% Ladung auf sich. Also wie Ladung ist das Gegenteil von Liebe. Ihr könnt es als Hass bezeichnen, ihr könnt es als Angst bezeichnen, ihr könnt es als Autoaggression bezeichnen und so weiter. Deswegen sind die meisten so hässlich. Weil eine bestimmte Menge von Hass erzeugt einfach mal Hass, Hässlichkeit. Das ist schön an der deutschen Sprache.
Mundwinkel, Körper, Bewegung und so weiter. Ja, der Klang der Stimme tut einfach weh, das Energiefeld tut weh, da ist einfach ganz viel Hässlichkeit. Das ist aber am Ende doch nur Ladung. So, wenn du jetzt mit dir arbeitest und in die Bewusstheit kommst und ob du jetzt meditierst oder Yoga machst oder das machst oder zeichnest oder singst oder was, egal was du tust. Also wenn du bewusst mit dir arbeitest, dann wirst du diese Ladung mit der Zeit bewusst reduzieren. Und du erreichst so einen Bereich, wo du sagst, da fängt meine Komfortzone an. Und die Komfortzone liegt vielleicht unter 20% Ladung. Und dann geht es dir gut, du vertraust dir, du kannst sogar auf andere Menschen zugehen, energetisch, weil du merkst, du bist sauber und so weiter. Also alles schön im Fluss. Und dann passiert irgendwas und du rutscht auf 43% Ladung hoch. Und dann ziehst du dich